So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben mal wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und weil es schon wieder so extrem dunkel ist, habe ich mich jetzt einfach mal Richtung mehr Fenster gesetzt. Vielleicht ist das sogar besser wegen der Belichtung. Ich war jetzt gerade im Kaufland und habe ich was gesehen, das fand ich richtig interessant. Ihr kennt vielleicht noch alle, ja, ist das überhaupt Gustavo Gusto oder was ist das? Nö, das ist Gangsterella, aber von... Gangsterella, genau. Ihr kennt vielleicht die Capital Bra Pizza, die wir mal getestet haben. Da gab es ja 4 Sorten. Und jetzt habe ich von Gangsterella was gefunden. Diese Babo Pizza, haftig lecker. Guckt euch das an. Das ist eine mit Spinat und Gouda Chicken Hollandaise Pizza von Haftbefehl mit einem Comic hinten drauf. Und dann gibt es natürlich auch noch eine rote Gangsterella Babo Pizza, kraftig lecker, mit Rindersalami, Käsemix, Käsesoße und eingebackener Tomatensoße. Hier ist natürlich immer Haftbefehl drauf. Das sieht auf jeden Fall sehr deliziös aus. Und hier hinten habt ihr wieder diesen Comic, den ich auch sehr genial finde. Und hier ist irgendwie so ein... Hier ist wie so ein Fenster, wie bei einem Weihnachtskalender, was man irgendwie raustrennen kann. Aber was das genau ist, das möchte ich mir innen angucken. Wir wollen die beide testen, aber in extra Videos. Heute kümmern wir uns hier um diese rote. Das ist also die Rindersalami, Käsemix, Käsesoße, eingebackene Tomatensoße, Nettogewicht 402 Gramm, dünn und knusprig. Hier ist eine Nummer 1. Auf der anderen steht Nummer 2, ist also sogar die richtige Reihenfolge. Das Design erinnert natürlich auch an die Capital Bra Pizzen. Ihr habt hier außen diesen lustigen Rand, diese Ghetto-Schrift, haftig, Haftis Spezial. Und wenn wir uns jetzt den Comic hier hinten angucken, ich will mal vorlesen, abends im Studio, ich will den Geschmack von 069 auf eine Pizza bringen. Dings, mach doch mit Nachos, schwöre eine mit FFM, grüne Soße wäre geil. Oder mit Adana Kebab. Nein, wir machen eine bös leckere Salami-Pizza. Ja, Salami, eine Pizza von der Straße für die Straße. Babo Pizza, haftig lecker. Und das ist im Prinzip schon alles. Die wollen wir jetzt mal zubereiten. Guckt nochmal kurz hier so drüber. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Habe ich, wie gesagt, im Kaufland gefunden. Vielleicht findet ihr die ja auch und dann testet die mal. Wir machen jetzt mal hier den Karton auf. So. Eigentlich muss ich mir den Karton sowieso wieder aufheben. Die anderen von Capital Bra habe ich mir nämlich alle aufgehangen. So, Babo Pizza. Guck dir das an. Das ist die Pizza. Da sind lauter Bröckels auf der Salami drauf. Deswegen machen wir das mal ab. Zeige euch das jetzt gleich nochmal. Ich kann die Kamera auch mal mitnehmen, hier rumdrehen. Seht ihr das? Die ganzen Bröckels, die da drauf sind, die steht jetzt hier, die gute Babo Pizza, haftig, lecker. Die kommt jetzt ab in den Ofen, die machen wir uns jetzt warm. Dann schauen wir gleich mal, wie die schmeckt. So, die erste Pizza ist fertig. Rindersalami, hier zu sehen. So schaut die also aus. Sieht die gut aus, sieht die nicht gut aus? Beurteilt das mal. Wenn wir es so zeigen, so hinstellen, habt ihr hier nochmal den Karton. Hier habt ihr die Salami, die auf jeden Fall ein bisschen fettig aussieht. Aber Fett ist ja auch der Geschmacksträger und deswegen denke ich mal, dass die halt sehr munden wird. Hat bestimmt kräftigeren Geschmack als die andere. Ich habe die jetzt hier auch gefüttelt. Das Muttertier ist auch da. Wir werden jetzt Hälfte-Hälfte machen, denn die zweite ist ja schon im Ofen. Die seht ihr, wie gesagt, dann in einem Extra-Video. Ich nehme hier hinten jetzt mal dieses Stück. So, leichter dünner Boden, ist auch nicht so fest, die hängt noch ein Stück runter, die biegt sich noch ein bisschen, der Boden ist, hört ihr den, knusprig, ganz leicht knusprig. Schmeckt nach Mehl, weil ich in den Boden reinbeiß, schmeckt nach Mehl. Adi Schatz, keine Faxen machen. Probieren wir mal die Salami direkt. Es hat auf jeden Fall einen sehr tomatigen Tomatensoßengeschmack, ja. Die Salami schmeckt auch gut, ist schön würzig. Der Käse passt dazu. Also ist
Es schmeckt jetzt nicht wie was extrem Besonderes, was es noch nie gegeben hat. Schmeckt trotzdem aber einfach wie eine gute, qualitative Salami-Pizza. Würde ich auch nochmal essen. War aber mega teuer. Ich glaube 4,14 Euro, 4,50 Euro irgendwas. Auf jeden Fall über 4 Euro. Da muss man dann gucken, ob sich eine andere Salami-Pizza auch tut oder ob man sagt, ach nee, ich habe Bock darauf, ich unterstütze den gerne, das bezahle ich. Schmeckt also, würde ich nochmal essen, aber warten vielleicht, bis es günstiger ist. Frage an euch natürlich, habt ihr die schon mal gesehen? Habt ihr die schon mal getestet? Wie findet ihr die? Was denkt ihr, was für Sorten könnte es vielleicht noch geben? Wie gesagt, Capital Bra gibt es 4 Sorten. Hier von Haftbefehl, Babbo Pizza habe ich jetzt 2 gesehen. Wenn es noch mehr gibt, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt rein, wie die euch schmeckt oder ob die euch auch interessiert. Ich bringe den Rest jetzt der Mama rüber. Und dann sehen wir uns im zweiten Video zur zweiten Pizza. Und ich bin gespannt. Aber die kann ja nur gut werden. So, du hast ja jetzt auch die Pizza probiert. Und was sagst du zu der Pizza? Was ist dein Fazit? Ich habe gerade irgendwas gehört von dir. Irgendwas Fluffiges oder Knuspriges oder die schmeckt sehr gut, ist sehr fluffig. Lässt sich schön essen. Nicht so hart. Nicht hart. Auch der Rand ist nicht so hart. Ist wunderbar. Ja gut, da kannst du auch Kartoffelbrei essen. Der ist auch nicht so hart und den kann man schön essen. Nein, die muss ja nicht, schwarz sein oder irgendwie. Das geht denn um den Geschmack. Der Geschmack, nicht die Konsistenz. Ich hab doch gesagt, die ist sehr gut, oder nicht? Was heißt denn sehr gut? Der Salami, du bist eigentlich nicht so der Salami-Freund, aber ist sie nicht zu fettig für dich? Nein, eigentlich nicht. Ist nicht zu fettig und zu fettig merkst du, die Käsesoße ist, hat sich schon eine Käsenote. Käse, Käse, jawohl. Und Wurst, das ist alles auf schöner. Der Pizza vereint. Richtig genial. Schmeckt schon wie eine gehobene Pizza, oder? Ja. Wunderbar. Ey, yo. Sehr gut. Also volle 10 Sterne. Das sind schon 1, 2, 3, 4. 15, 10 Sterne. Nee, ich habe jetzt auch nochmal reingebissen in das Stück, was ich hatte. Und ich muss sagen, jetzt habe ich auch nochmal extrem deutlich die Käsesoße geschmeckt und überhaupt den Käsemix, der da drauf ist. Das ist richtig schön cheesy, käsig, aber auch kräftig, würzig, Salami, fettig, alles zusammen. Also es ist schon eine gehobene Salami-Pizza, die für den Preis ist das okay. Aber müsst ihr selber wissen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.